Und damit. Ja. Ist ja gut, ich bin ja hier. Nicht weinen. So, der spuckt bestimmt schon wieder hier. Ich gehe mal hier raus. Wo ist denn der Regenbogen? Ich meine, es ist doch hier. Guck mal, Sonne scheint. Es pisst aus Eimern. Na super. Das kann ja nur gut werden hier. Ich spring schon mal auf den Gaul. Und dann gucken wir mal, wo wir jetzt als nächstes hingehen. Schatzkarten. Wir haben die Schatzkarte Nummer. Machen wir Reihenfolge nach, ne? Machen wir 16. So, Scarlets an einem trockenen Baum, vor einem Fluss, an einem Berg, wo ein Karren steht. Ich bin mir nicht sicher, ob das die Stelle ist, die ich gerade so im Kopf habe. Da geht's nach Scarlets. Na gut. Dann gucken wir mal, Map. Ja, wie gesagt, Kloster ist halt eine Geschichte. Irgendwo in der Bibliothek des Klosters. Aber das ist doch die... Wir waren doch drin, oder? Wir waren doch in der Bibliothek des Klosters. So, hat der Freak hier oben manchmal noch? Ich bin mir nicht sicher. Hat der auch noch eine Bibliothek? Da können wir da nochmal gucken. Das würde ich, glaube ich, jetzt erstmal angehen. Aber ich bilde mir ein... Klosterbibliothek. Ich meine, ne? Ich denke, das muss in dem Kloster sein. Aber das gucken wir gleich nochmal. So, und ich vermute mal... Na, das ist doch die Stelle hier. Ich würde sagen, irgendwo hier. Nochmal der finale Check. Das muss da sein, ne? Au! Ist mir wieder jemand gegen Gaul gerannt. Ist der doof? Der rennt mir gegen Gaul und was? Hast du deinen Helm richtig rum auf? Ich frag, ne? Hat er. Hm. Ja, renn mal, ne? Es ist so ein scheiß Wetter. Lalalala. Eieiei. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ist hier drin ist nix, ne? Aufschließen. Ich hätte sogar einen Schlüssel. Das ist aber hier keine Bibliothek. Sollte der nicht in Tallenberg sein? Ich frag mal so. Ich. Ne? So. Hallo. Heinrich, schön, dass du da bist. Ja, ja, tu nur so. Tu nur so, aber das ist das Arbeitszimmer hier. Das ist ja keine Bibliothek. Also auch wenn hier Bücher stehen. Also ich weiß, dass diese Karte irgendwo auf einem Bücherstapel liegen soll. Dieser Hund, der macht mich noch alle. Ah, nee, Lukas. Ja, nee. Na? Ist nix. Ist nix. Aber ich habe schon wieder hier so ein bisschen... Warte mal, ich muss mal ganz kurz hier... Fropi, grüße dir! In der Klosterbibliothek. Ja eben, ne? Das dachte ich eben auch. So steht's ja auch irgendwo. So, warte mal, ich muss mal ganz kurz hier die Brio... Gehen Sie zu E, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So. Und jetzt haben wir noch irgendwo Kingdom Come Deliverance. Und. Gehen Sie zu E, 3, 4, 5, 6, 7,
10, 11, 12. So, dann gucken wir mal, ob das besser läuft hier. Oh, ich war geduckt. Die Rüstung war zu schwer. Ja? Darf ich spoilern, wo die Karte grob ist? Die Schatzkarte, was ist das? Die 6, ne? Nee, die 7. Schatzkarte 7 ist das. Ja, darfst du, weil ich suche jetzt wirklich nur noch diese Schätze und dann haben wir das Ding, ne? Dann machen wir uns heute hier vom Acker. Dass wir wieder Platz haben für neue Spiele. Mensch, ich hab keine Ahnung, über 30 Spiele noch auf der To-Do-Liste für dieses Jahr. Wie? Wie? Vielleicht liegt sie so weit oben wie die letzte. Das kann sein. Dankeschön, ne? Prost. Aber Hinweis war auf einem Bücherstapel. Und wir sind dort, glaube ich, alle Bücherstapel durchgegangen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir uns einfach so da drin blicken lassen dürfen. Sonst würde ich dort einfach mal reingehen. VZ, mein Guter, ich grüße dich. Rostet die Rüstung eigentlich beim Regen? Nee. Rosten tut sie ja nur, wenn Sauerstoff mit dazu kommt. Und ich weiß nicht, wann ich mich das letzte Mal gewaschen habe. Es ist so. Oh, es ist so widerlich. Mit dem Dolch kannst du überall rein. Naja, will ich ja nicht. Nee, darf ich nicht, okay. Aber warum sind hier alle Türen offen? Haben wir die das letzte Mal offen gelassen? Am Tag hier rein, das ist auch so, ne? So richtig cool. Vor allem mit der Klapperrüstung. Warte mal, hier war es nicht, oder? Hier war es. Jetzt? Na? Falsch. Ja, das sind die Schlafräume. Das war mir schon bewusst, aber hier unten läuft der noch. Die Gärtner alle hier draußen. Na gut. Das ist keine Bibliothek, ne? Oder ist es die Bibliothek? Ne, die Bibliothek ist oben, dachte ich. Und hier haben wir ja auch alles abgesucht. Hier ist er nicht. Wir müssen schon eine Etage hoch. Es ist halt am helllichten Tag, ne? So richtig schön bekloppt eigentlich. Das fällt ja auch fast nicht auf. Scheiße. Hier steht alles voll mit Leuten, auch im Mist. Ich bin aber auch ein Held. Ja, pass mal auf, ich zieh zumindest eine andere Klamotte an, okay? Die edlen Schuhe spare ich mir mal. Die könnten wir eigentlich mal in die Satteltaschen hauen. Warum habe ich so viele edle Schuhe? Bin ich so edel? Ja, Lexa, Dankeschön nochmal für deinen Lurk, ne? Und für dein Raid natürlich auch nochmal. Maya, ja, grüße dir! Er hat einen verspannten Nacken, sich von hier. Nee, die ist es nicht. Was? Mach einen Flitzer und geh doch nackig rein. Ah, warte, nee, will ich nicht. Warte, ich will die bloß ablegen. So, warte mal, das Ding auch raus. Die, will ich die? Ja, ich lass die mal, ne? So. Helm weg, Beinlinge weg, Lederhandschuhe ran, geteerte, leise Drähte, das weg. Die Kuckel lassen wir mal, Siegelring. Die Bei...
Machen wir die Beine, die können wir hier, na, machen wir so. Ja, Mensch. Naki ist auffälliger. Es kommt drauf an. wie soll ich mich jetzt ausdrücken? Das ist das heilige Bimbam, ne? Warte. Hallo? So, Norden, sagt er. Norden ist da. Sind da Bücher? Ja, Entschuldigung. Hätte? Aber hier haben wir doch schon geguckt überall. Hier. Ich werd doof. Wir sind 10-mal an dieser Stelle vorbeigerannt. Tschüss. Die interessiert es gar nicht, ne? Ah, hier oben darf... Nee, darf ich nicht sein. Aber die sind schon abgehärtet. Hier kommen wahrscheinlich öfters Leute rein. Lalalalala. So. Ja, dann Truff auf den Gaul, ne? Die machen auch nichts. Die lesen. Sie bilden sich. Also höchstwahrscheinlich was ein. Ich bin aber trotzdem erstmal dabei, hier die 16, bevor wir dann das machen. Ja, weil die habe ich mir jetzt gerade so schön im Kopf markiert, ne? Du schleichst durch verbotene Bereiche. Schäm dich. Warum schämen? Hast du gesehen? Ich war wie so ein Mikado-Ninja, ne? Wie so ein... Ich war völlig... Ne? Ich konnte da durchlaufen, es hat keinen interessiert. Wahrscheinlich strahle ich noch nicht genug Autorität aus. Eine andere Geschichte. Jetzt ist er auch noch Waldmensch geworden. Was denn jetzt? Warum bellst du? Hast du wieder Hasen gesehen, ne? Du irritierst mich mit deinem Gebelle. Wollte ich dir bloß mal sagen. Jetzt hör doch mal auf. Ich setz dich aus. Nee, mach ich nicht. Du warst unsichtbar. Ja. Ich hab mich getarnt in dieser... In dieser Müffelwolke, ne? Weil, wie gesagt, ich habe mich schon ewig nicht mehr hier gewaschen. Bestimmt taub und blind, die Armen. Du beklaust die Urne. Ich beklau die nicht. Die dürfen sowieso nicht da raus, ne? Die dürfen das Kloster nicht verlassen. Also, die dürfen das nicht. Wie wollen die dann... Es darf keiner rein, die dürfen nicht raus. Wie soll das funktionieren, dass diese Schatzkarte jemals an die Öffentlichkeit gerät? Und der Schatz eventuell gehoben werden kann. Das funktioniert nicht. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich reite die ganze Zeit hier so sinnlos. Jetzt lohnt sich es aber auch nicht. Nee, es hätte sich generell nicht gelohnt, ne? Wir hätten können maximal hier nach Samopesh, aber ich glaube, das hätte es auch nicht fett gemacht. Ja, irgendwie müssen wir jetzt hier rüber, ne? Und ich glaube, wenn wir jetzt hier rüber. mal sehen, ob wir hier noch rüberkommen. Also Westen. Ja. War hier schon? Habe ich das schon? Hab ich scheinbar. Ja. So, Rinnenwald. Hier ist irgendwas. Bildstöcke. Ich habe übrigens die Errungenschaft noch nicht mit allen Bildstöcken. Aber wir sind demnächst auch wieder an der Stelle vorbeigeritten, wo ich dachte, ich war das schon 10-mal und Pustekuchen, ne? Ganz plötzlich haben wir nochmal 2 neue Bildstöcke gefunden. Es fehlen generell noch sehr viele Errungenschaften hier, muss ich sagen. Also ich habe schon über die Hälfte, ja, aber es fehlt tatsächlich auch sehr viel. Knapp über die Hälfte.
So, was denn das hier? Das ist bloß ein Stein. Ich sehe schon wieder hier irgendwie Regenwürmer und so weiter. Salto-Schlagende. So, wir müssen hier runter. Beach. Oh. Ich habe den Baum bloß als Bremse genutzt, ne? So. Warten. Das kann kein Hase gewesen sein. Das muss ein Meerschwein gewesen sein. Das war im Wasser. Hier drüben. Aber da war ich doch schon, oder? Das ist ein Lagerplatz. Ich habe keine Ahnung, was der Hund hat. Er ist seltsam. Sag mal, der Bot hat es halt so ein bisschen mit dir, oder? Olli? Der ist doch schon wieder mit dir irgendwie. Ich bleib mal hier auf dem Weg, ne? So, und bevor wir jetzt zum nächsten Gewässer kommen, wenn ich auf diesem Weg hier bleib... Wisst ihr? Was sag ich? Überall stehen sie rum hier, ne? Aber ich glaube, das liegt daran, dass ich sehr viel abseits der Wege geritten bin. Ja, das haben sie bei Herr der Ringe auch gesagt. Immer abseits der Wege. Was ist denn hier? Hier war ich schon, ne? Den Unfallort hier, den, oder? Und hat gebellt. Weil hier ist bloß nichts. Hier liegen Äpfel. Oh, Unfallort. Ein Dolch. Es war ein Unfall. Es war mit Sicherheit ein Unfall. Eine Einbeere, die nehme ich auch noch mit. Einfach nur, weil sie gerade hier rumsteht. Das war bestimmt, ja, das, ich wollte gerade sagen, das war bestimmt Fruppi. Das war mit Sicherheit Fruppi, ne? Wobei, Fruppi hätte den Dolch mitgenommen. Wir haben ein Nest entdeckt. Keine Ahnung. Gibt es auch noch eine Errungenschaft, wenn ich zu viele... Oder wenn ich zu viele... Zu viel, was ist zu viel? Was ist zu viel? Wenn ich Nester hier abschieße, also ab einer bestimmten Anzahl meinetwegen, der Hund, der bellt die ganze Zeit hier. Was hast du denn? Hat er irgendwas gefunden? Warten! Interessanter Ort. Es ist so furchtbar interessant. Ich weiß gar nicht so richtig, was ich hier mit so vielen interessanten Sachen machen soll. Es ist... Steinpilzgebiet. Ansonsten weiß ich nicht, ne? Fußköter. Oh, ich hab irgendeine Taste gedrückt gerade. Bei Fußköter. So, wir sind hier am Fluss und da ist ein... Ist das der trockene Baum? Ist das der trockene... Es gibt viele trockene Baums. Ja. Such mal. Achso, warte mal, ich hab dir den Befehl geklaut, ne? Mal sehen, ob du hier etwas erschnüffelst. Such. Jetzt bin ich aber gespannt. Ja? Ach, hier. Nest. Ja, das Nest hab ich. Danke. Aber das ist auf der anderen Seite drüben. Beziehungsweise, also entweder der Baum...
Aber Köter reagiert nicht, ne? Hier drüben ist auf alle Fälle der Wagen. Wir sind goldrichtig hier, ne? Der arme Kleine. Ja, der heißt so. Ich kann das nicht. Guck mal, der heißt so, ne? Ich hätte es auch nicht. Ich hätte den, weiß nicht, Stinker genannt oder sowas. Oder, der Stinker gibt's schon im Spiel. Oder Scheißer oder. Ne, irgendwie, aber ich, der heißt eben so. Also. Was denn? Der hat doch hier irgendwas, oder? Ah, hier! Haha! Haha! Wuff, wuff, Bellu, ja! Ich hab's gesehen. Du kannst von der Truhe, ich muss sie gleich aufmachen. Edle Schuhe. Glückssträhnenwürfel. Ein Spielwürfel, der öfter Glück bringt, als man erwartet. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dem Ganzen glauben darf. Puppi, danke schön für dein Glück. Aber ist ja schon, ne? Haben wir. Super unauffällig eingebuddelt, ja. Ne? Vor allem, da denkst du, es ist so ein, keine Ahnung, so ein, ja, Brennstäbe oder sowas, ne? Weil dort in der Nähe wächst ja auch nichts. So. Okay, also Schatzkarte Nummer 16 können wir in den Gaul packen. Jetzt haben wir die 17. Wo ist denn eigentlich die 6? Die habe ich eigentlich. Die 7. Warte, die habe ich doch hier, ich bin blöd. Ja, Litechko. An einem Garten, an einem Baum, auf einem Berg. So deute ich das, bei der Mühle. Ledetschko. Kommen wir da von hier aus? Ah, das ist schon ein Stück. Also ich bilde mir ein, die ist hier irgendwo. Hier ist auch der Berg, ne? Irgendwo hier in dem Bereich. Bevor ich da aber hingucke, würde ich ganz gern nochmal gucken, ob wir hier mit der Schatzkarte Nummer 17, ob die hier in der Nähe ist. Rovna. Rovna, wir müssen übers Haus springen. Und drüben dann irgendwo so auf einer Brücke oder an einer Brücke, vor einer Brücke zwischen Haus und Baum wieder aufkommen. Oh Gott. An dem Berg, okay. Rovna, Norden. Das ist ja gleich hier, ne? Brücke. Norden. Aber das Dorf war oben eingezeichnet, ne? Hier ist eine Brücke, hier ist ein einzelnes Haus. Soll das da sein? Ich muss nochmal gucken. Nee, ist nach der Brücke. Nach der Brücke. Ein kleiner, ich denke mal, das ist ein Bach, ne? Genau an einem Knick des Baches. Genau an einem Knick des Baches. Hier kommt aber auch noch was runter. Genau an einem Knick des Baches. Ein ziemlich steiler Knick, sagt er.
Also ich... Das ist ja so eine Karte, die keinen Sinn ergibt, ne? So einen steilen Knick haben wir hier gar nicht. Ich muss nochmal gucken. Tut mir leid. Rovna ist nördlich von diesem Ort. Rovna ist nördlich von diesem Ort. Ich muss mich da noch wieder umziehen, ne? Hier ist Rovna. Das ergibt alles keinen Sinn hier. Es tut mir leid. Es ergibt nicht so wirklich Sinn. Laut Map muss es eine ziemlich steile Flusskurve sein. Also ich vermute mal, dass es ein Fluss ist. Ne? Dann ist dort irgendwo eine Brücke oder ein Übergang. Es könnte der hier sein, wenn nördlich Rovna ist. Es könnte aber auch der sein, der Weg geht hier hoch. Da müsste hier aber irgendwo ein Haus stehen. Ich mache es mal, genau, ich mache es mal hin, ne? Gucken wir mal. Kampf. Wollen wir gucken? Scheiße, ich bin nicht umgezogen. Ich bin nicht umgezogen. Warte, Rüstung. Warte. Was habe ich gemacht? Lass mich mal anliegen hier. So, das, den brauchen wir nicht. Dis. Kettenhemd, Beinlinge, edle Haube, Handschuhe. So, was haben wir noch? Das brauchen wir nicht, oder? Brauchen wir das? Warte mal, ich habe die Geteerte an. Klar brauchen wir die. Da. Das noch? Eine Halskette haben wir uns auch noch mit dran. Und Siegelring. Und Waffen? Haben wir auch nicht alles, ne? Bogen. Ich habe keinen Spitzpfeil. Doch, habe ich. Doch, habe ich. Alles gut. So, ich vermute mal, die uns jetzt hier entgegenkommen, sind die Guten, ne? Oh, der war mitten durch. Keine Schnellreise. Nee, war ich auch nicht. Hab ich auch nicht. So, den haben wir jetzt wenigstens. Ah, den habe ich getroffen, oder? Der ist down. Ja! Dem haben wir die Nasenhaare rausgehauen. Oh, Hund. Bleib hier. Jetzt rennt er vor meinem Hund weg. Ich muss noch mal reinschießen, sorry. Komm ich rüber? So. Warte. Der hat noch Restzuckungen. Aber warum kann ich den nicht plündern? Was ist mit dir los? Hä? Was? Aber warte, hier war. So, dann haben wir irgendwo den verbesserten Spiel. Der hat bloß einen gefressen. Die anderen habe ich dann. Die anderen habe ich daneben gehauen, okay. So, den Speck vielleicht für den Hund mitnehmen. So, beschaffe Kommandenhelme mit Sichtschutz.
Da, diese Quest noch. Ich weiß nicht, ob wir die noch abgeben wollen. Wenn wir es nebenbei noch mit der. Also, ne? Dann können. Ja. Wird, also, wenn wir es noch schaffen, irgendwie so nebenbei. Aber ich würde jetzt nicht explizit danach suchen. So, dann brauchen wir hier auch den Spitzpfeil. Ja? Nehmen wir auch noch mit. Rest ist Blödsinn, ne? So, beschaffe Rüstungen, haben wir. Hast du alles dafür in der Truhe? Nee. Groschen? Hat er auch einen Spitzpfeil gefressen? Hat er nicht, ne? Der hat Wurst. Er hat jede Menge Wurst. Stecher. Ah, naja, stehlen. Naja, komm. So. Kumanen-Axt nehmen wir auch mal mit. Hund, geh mal weg. Wundpfeil. Den habe ich gar nicht getroffen. Das geht so gut los. Und ich wollte dann durch die Turnier machen. Ich glaube, wir machen erstmal was anderes. Wächter. Warte, hier war Grosche. Zumindest habe ich den nicht getroffen. Ah, guck mal, hier Kettenbeinlinge. Wow. So, überladen bin ich eh schon, ne? Ja, natürlich. So, 1, 2, 3, 4, 5, war das nicht 6? War das nicht 3 gegen 3? Naja, dann ist es wohl so. So, Waffen. Altes Familienerbstück. Das ist aber nicht das, was wir hier. Nee, ne? Es ist nicht das Schwert, was wir verloren haben. Das wäre ja ein Witz, wäre das ja. Kurzschwert. Ja, nee, ist es nicht. Ist eh viel schlechter als das, was wir haben. Ah, ich will denn hier. Warte. Ich wollte das bloß zumachen. So, einmal Rind. Ist aber ganz schön viel wert, ne? Leichen pflastern seinen Weg, ja. Guck mal auf die Map, Moment. So, warte, das rüber. Dann einmal das. Dann das edle Schwert. Hau ich auch erstmal rüber. Ich hau, glaube ich, alles erstmal. Hochwertige Pfeile. Ich weiß nicht, die können wir da eigentlich, die können wir mit verballern, ne? Also verkaufen quasi. So, das weg, das weg. Das weg. Der verbesserte Spitzpfeil, den lasse ich mal. Und Jagdschwert. Ich denke mal, das sind wir ganz gut erstmal wieder. Ja, ne? Passt. So, dann können wir das ganze geklaute Zeug auf alle Fälle. Die edlen Schuhe mal weg. Der edle Kürass weg. Gewöhnliches brauchen wir auch nicht. Eine Halskette können wir auch weghauen. Die waren geklaut. Ich hau jetzt hier alles irgendwie so rüber in den Gaul. Wir gucken gleich nochmal, ob ich vielleicht die Sachen sogar schon zusammen habe. So, die Rüstung. Nochmal Rüstung. Kettenhemd. Das ist geklaut, das ist geklaut, das ist geklaut. Jetzt haben wir alles. So. Jetzt müssen wir mal ganz kurz mal gucken. Questlog. Maskerade. So, beschaffe drei Kumanenrüstungen. Da finden wir dann auf alle Fälle den Spaß, ne? Beschaffe drei Kumanenhelme mit Sichtschutz. Die dürften wir haben. Und Kumanenrüstungen.
Moment. Also, wir haben einmal den. Kumanenrüstungen dürften wir jetzt. Das sind doch die hier, ne? So, dann haben wir den. Es fehlt doch ein Helm Sichtschutz, wenn ich mir das hier so angucke. Beune Helme. Weil das wird nicht gehen hier. Das ist ja keine Kumanenrüstung. Helm fehlt noch. Ja, genau, ne? Genau. Kurz mal gucken. Ich schaffe 3 Kumanenhelme. Ja, ne? Es fehlt ein Helm. Ja, wenn das aber so ist. Warte mal. Wir haben. Ich klicke mal den hier wieder rein, ne? So, und dann. Es ist aber auch weit weg. Müssten wir dann hier unten abgeben. Vielleicht müssen wir noch mal wegen der Schatzsuche dahin. Ich lasse mal drin. Ja, vielleicht finden wir sie noch irgendwie, aber wie gesagt, so explizit danach suchen. Trifft dich mit dem schwarzen Luxch. Der ist da? Schmecken am besten eine Gruppe Wilderer. Okay. Jo. Mit der Vergeltung ist halt noch so eine Geschichte. Ich hätte gern vergolten. Ich hätte das gern, ne? Finde Markwart von, ich hätte den gern nochmal so, ne? Aber ja. Ich weiß nicht wo. Also ich vermute mal, wir werden das auch gar nicht mehr machen können. So. Aber warte mal, wir haben hier so einen steilen Knick und hier ist eine Brücke. Ist das manchmal sogar hier? Weil hier geht es ja auch nach Rovna. Vielleicht ist es ja hier bloß so ein bisschen auseinandergezogen, aber die Stelle würde richtig schön passen hier. Hier ist dieser Knick und hier ist die Brücke. Das würde aber bedeuten, dass wir hier den interessanten Ort, den haben wir ja schon gefunden. Moment. Flink wie ein Wiesel. Stink wie ein Fuchs. 17 hier. Nach der Brücke hinterm Haus. Sieht es ganz schön komisch aus. Ich muss noch mal gucken. Das ist doch da. Interessanter Ort. Ich tu mal hier, ne? Lalalalalala. So, ich habe auch keine Ahnung, wie wir jetzt über das Haus springen sollen. Die Karte ist schon wieder cool, ne? Ja? Ja? Hast du hier was? Über das Haus an einem kahlen Baum. Ja? Grab. War doch gerade. Ja, kann man machen. Würfel ungeraden Zahlen. Noch einer. Irgendwann haben wir nur gezinkte Würfel. Ja, cool. Es geht vorwärts, Leute, ne? Es geht hier richtig voran. Was machen wir denn den Rest des Abends? Schon wieder die große Klappe, ne? So, warte mal. Inventar. Sonstiges.
Das war diese Karte. Einmal weg damit. So, dann haben wir die 18. Blende zu. Lesen. So, Tallenberg. Also, wir haben Tallenberg. Am Zulauf vom Fischteich, da wo Rudi in Richtung Himmel rennt. Und der Wind aus Nordosten weht, ne? Es ist so komisch, Leute. Ah, Tallenberg. Map. Na, da sind wir doch schon. Guck mal, da sind wir ja. Hier ist der Fischteich, ne? Ich würde behaupten, das ist der Fischteich. Hier sind auch die Zelte hier. Guck mal. So. Und dann muss das hier irgendwo. Ich sag mal, irgendwo hier, ne? Nee, Halini, hallo. Hi. Noch mal reingucken. Oberhalb. Irgendwo ist dann Rentier. Und dann sind wir auch wirklich in der Nähe. Dann können wir die Kumanengeschichte doch gleich noch machen, hoffe ich mal. So, immer ruf auf den Gaul. So. Das neue Sounds. Was? Habe ich noch gar nicht gelesen. Ich war heute noch gar nicht so oft am Rechner. Also jetzt so, also ja, ich bin vorhin erst am Rechner gegangen. Ich habe da noch gar nicht weiter nachgelesen. Muss ich noch mal recherchieren. Aber DLC kommt. Also wir haben eigentlich diese Woche schon damit gerechnet, alle Mann. Vielleicht nächste Woche. Ja, vielleicht wird es nächste Woche angekündigt. Weil Zeit ist eigentlich überfällig. So. Lümep. Lümep, Lüthalmberg. Und wir haben dann hier auch gleich hier oben. Na gut, das ist halt. Naja. Müssen wir mal kurzen Knick laufen. Dum, 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 dum. Wenn wir ganz viel Glück haben, dann treffen wir unterwegs noch diesen Pilger, der uns die Schatzkarte 6 verkauft. Weil die kriegen wir nur durch ein Zufallsevent. So, Lüthalme Berge. Lüthalme Berge. Und hier oben war gleich die andere Geschichte. Ich renne mal ganz schnell hier hoch. Das war gleich hier in der Ecke. So, ha, hier. Die kündigen das kurz vorher an, ich hasse es. Jein. Wir als Content Creator brauchen ja auch noch so ein bisschen Zeit. Also, ne, wir kriegen ja. Wir kriegen nicht vorher schon Bescheid, so ist es nicht. Aber wir. Ne, wir kriegen die DLCs ja immer so ein bisschen früher. Und haben dann oftmals nicht viel, 3-4 Tage, ist es leider bloß noch. Zeit, um dann irgendwas zu basteln. Zu präsentieren, zu aufzunehmen und so. So, hallo! Andreas schickt mich. Andreas, der Wirt schickt mich. Er sagt, du hättest Arbeit für einen guten Bogenschützen. Ach ja? Das ist ja alles schön und gut, aber ich weiß nicht, ob ich dir trauen kann. Kannst du nicht? Wie kann ich mich beweisen? Sag mir fürs Erste, wie so ein Kerl wie du bei uns mitmachen will. Ja, weil ich Silber mag.
Und ich will den Blaublütlern eins auswischen. Und ich bin auch ein begnadeter Jäger. Ich mag halt... Es heißt, man kann gutes Geld damit machen. Ja, das habe ich auch mal geglaubt. Nur ist's nicht so einfach. Ach nein? Wirst schon sehen, warum. Aber ich muss dich trotzdem zuerst auf die Probe stellen. Ich bin ganz Ohr. Zuerst muss ich wissen, ob du dich in den Wäldern auskennst. Mhm. Und als Jäger was taugst. Mhm. Bring mir ein paar Geweihe. Dann sehen wir weiter. Kein Problem. Ja. Ich bin wirklich ziemlich hungrig. Ich bin hungrig? Guck mal, welch Zufall. Ich bin auch schon lang durch. Wir machen heute noch Reste vernaschen. Heute schließen wir das Ding auch ab, Nerlini. So, Jagdausbeute. Erlegtes Wild ist eine gute Fleischquelle. Wenn. Lalalala, okay. Und jetzt? Warte. Ja, D, B. Es ist alles komisch. Ja, hier runter, ne? Ich bin mir nicht sicher. Ich mache das so bloß nebenbei. Ich verfolge das jetzt nicht weiter. Ich gehe jetzt erstmal die Schätze weitersuchen, ne? Wie gesagt, Questele. Nice to have. Hat aber keine Relevanz mehr. Die sind so out of the story im Moment, weil wir das alles schon durch haben. Jetzt erfährt man Sachen, beziehungsweise jetzt schicken sie einen vielleicht irgendwo hin, was überhaupt keinen Sinn mehr macht. Deswegen, ja, weil wir diese Quest eben irgendwie übersprungen haben, komischerweise. Obwohl ich versucht habe, immer alles zu machen, aber wahrscheinlich waren wir doch mal an der einen oder anderen Stelle zu schnell. Ja, es ist ein nettes Beiwerk mit den beiden Quests, die wir jetzt hier noch offen haben. Aber aktiv verfolge ich das nicht mehr. So, das müsste die Brücke sein. Hier ist der Teich. War das wieder ein kahler Baum? Dann ist es der. Das war kein kahler Baum, das war am Zulauf ein toter Hirsch. Huch. Der Zulauf ist hier hinten. Da drüben ist eine Kuh, ich weiß nicht, ob die noch lebt. Und ob die auch zählt. Ja. Ja. Hast du was? Ich folge dir, ne? Ich nehme mal die Mondblume noch mit. Erzähl mir nichts, das ist auf der Seite. Hier ist irgendwo ein toter Hirsch. Ich riech's schon. Ja, es ist ja meistens so, beim Blümchenpflücken findet man die tollsten Sachen. Ja? Erzähle mir, wo? Du riechst den Hirsch doch auch schon. Das ist aber der Zulauf hier. Recht viel weiter hoch könnte es nicht sein. Hier oben auf dem Plateau. Hier unten. Habt ihr gesehen? Ich habe dich gewarnt. Du hast einen Pfeil in der Schulter. Ich weiß nicht so richtig, was der will. Warum? Das war bestimmt der, den wir dann später auch brauchen, ne? So.
So, ja, die beiden, die nehmen wir noch mit. Der hat... Hund? Ja? Wo bist du? Wo bist du? Das ist aber nicht hier, oder? Doch, das ist hier. Interessanter Ort. Das ist hier. Das ist hier, Leute. Pass auf. Guck mal. Jawohl, wir haben's. Ja. Ja, Mensch, das war ja fast ein bisschen easy, ne? Plündern. Rehfleisch, Rehleder. René. Nee. Ja, nee. So, du kannst nicht spurten, du bist überladen. Okay. Nahrung. Duft der Unwiderstehlichkeit. Das muss an dem Hirschfleisch liegen. Kann ich den... Warte mal, ich futter mal den Käse hier, ne? Einfach bloß, dass er weg ist. Hund füttern. Ja, ja, machen wir gleich. Machen wir gleich. Hier mit diesem Wildschweinfleisch. Falsches Blut haben wir sogar noch einstecken. Wir haben noch so viel Mist. Das können wir doch eigentlich mal rüberpacken ins Gaul, ne? Schutzendrink. Unbekannter Trank. Weg damit. Der macht nur schwer. Strauchdiebtrunk. Brauche ich glaube ich auch nicht. Als ob ich Strauchdieb bin. Schlaftrunk. Schützendrunk können wir mal. Brauchen wir auch nicht so viel. Warte. Andersrum wollte ich es machen. Ja, rein theoretisch reicht noch zwei, ne? So, Retterschnaps brauchen wir auch nicht so viel. Können wir noch mehr rüberhauen. So, was war denn das hier nochmal? Regeneriert bin ich, alles klar. Da brauchen wir aber auch nicht so viel. Da hole ich auch mal drei rüber. Hier, 15, was, 14 mal, was? Was? Wie viel? Auch hier, ne? Brauchen wir auch nicht so viel. So. Lamellerrüste. Verzierte Stiefel. Die können wir zum Beispiel schon mal in die Satteltaschen hauen. Die brauchen wir nicht. Die modischen Schlappen brauchen wir auch nicht. Der Magdeburger Kürass. Ich glaube, unserer war... Ja, der ist besser, ne? Weg damit. Und die eine Halskette. Die wiegt zwar nichts, aber weg damit. Lederhandschuhe am Ortsweg hier. Ich damit. So, den Rest lasse ich mal einstecken. Dann können wir hier noch so einen Bogen, den können wir rüberhauen. Und hier haben wir noch einen Bogen und den lassen wir. Jetzt sollten wir aber. So, können wir hier noch was lernen? Du hast noch nicht die, alles klar. Kunst ist auf. Können wir hier was lernen? Ich habe bereits gelesen. Okay, dann können wir den schon mal. Dann können wir den schon mal weghauen. Der hier. Ah, hier können wir. Da sind wir auch mitten in der Nacht. Das ist doof. Merken? Müssen wir noch. So, dann. Was haben wir hier? Können wir auch noch. Cool. Oh, ich habe eine Fähigkeit. Ich habe noch nicht mal angefangen zu lesen, aber ich habe eine Fähigkeit bekommen. So, dann können wir den weghauen. Die Kelche hier, 5 Stück. Und das Ding, das haben wir schon gelesen, ne? Habe ich bereits gelesen, genau. Dann kann das auch rüber. Rezept des Nachtfalken. Du hast ein neues Rezept entdeckt. Ich kenne das bereits, okay. So. Ja, und dann sind hier unten bloß noch die Würfel, könnten wir eigentlich schon rüberhauen, ne?
ist ja eigentlich auch Blödsinn hier. Ich damit. So, wer braucht Schlüssel? Ich glaube, den konnten wir noch nicht. Doch, den können wir auch. Oh, wir können so viel. Wir können so viel hier. Guck mal. 6 Würfel. Ja, nochmal. Einbeere. Glückssträhnen Würfel. Was haben wir denn hier für. Wir können jetzt. Wir können würfeln. Leute, wir können nicht würfeln, aber bei den gezinkten Würfeln können wir's. Schlüssel zur Sasauer Kirche, den behalte ich mal. Schrumpfwürfel, immer noch. So, habe ich jetzt endlich alle Würfel hier raus? Das ist ja Wahnsinn. Ich muss ja geklappert haben wie sonst was. Oh, Hundi, komm mal her. Hallo. Füttern. Sieh mal, was ich für dich habe. Ganz lecker. So, warte mal, das ist geklaut, ne? Hauen wir das erstmal weg. Mundraub. So. Hier haben wir noch ein bisschen Rickelblume. Nehmen wir auch noch mit. Wenn ich darf. Darf ich nicht. Jetzt. Jetzt darf ich. So. Toko, ich grüße dich. Hi. Und? Weil AFK muss duschen. Alles klar. Ich habe zu viel von stinkenden Füchsen erzählt, ne? Aber Thema stinkende Füchse, hier waren Fliegen. Ich habe sie gehört. Nicht wegen Tina, um Himmels Willen, ne? Um Himmels Willen, nein. Nee, danke schön für deinen Lurk. Du bist gleich. So, Johanneskraut. Johanneskraut. Wer auf den Johannes baut. So, wo habe ich jetzt meinen Gaul gelassen? Komm ich eigentlich aufs Dach? Komm ich. Cool. Ich erschrecke mal den Hund hier unten, ne? Puh. Oh, hier kann ich mich waschen. Oh. Wie, was? Wer? So, jetzt müssen wir mal gucken, wo müssen wir jetzt hin? Ich würde ja sagen, wir machen gleich mal, weil wir wirklich in der Nähe sind. Ich würde sagen, wir sind fast in der Mitte, ne? Die ist, glaube ich, ein Stück kürzer. Machen wir nach Süden runter, ne? Machen wir nach Süden in das Kommandolager. Pferd? Hallo? Du Rüpel! Das ist doch hier... Nee, ist keine Sackgasse. Hallo? Ich nur auf der Durchreise. Warum weiß ich eigentlich Richtung Norden? Ich wollte Richtung Süden. Süden ist da. Was ist denn hier schon wieder? Irritiere mich nicht mit deinem Gebelle. Ich denke jetzt mal, ich habe irgendwas übersehen. Aber Süden ist hier drüben. Ich muss hier rüber. Pferd, geh doch mal vorbei bei dem Baum. Waldmensch. Nur schon wieder. Nicht wegen jedem Hasenbellen, ne? Das ist uncool. Die. Wenn die, müssten wir aber hier rüber. Guck mal von oben, ne? Das müsste ja dann hier irgendwo sein.
Nee, Quatsch, wir müssen noch auf die andere Seite des Flusses. Hier ist Sühnenkreuz, aber hier waren wir schon mal. Ist hier unten? Nee, das sind Baumstümpfe. So, jetzt mal gucken hier. Wir sind schon vorbei. Shit, dem müssen wir. So, machen wir die Seite. Ja. Alles gut. So, einmal rüber. Und das Lager muss dann hier drüben, aber möglicherweise am Fluße. Ja, da hat gerade ein Hund geantwortet. Ich habe es vernommen. Hier ist Kommandenlager. Okay, ich höre mindestens drei Leute. Mindestens zwei Leute. Würde ich machen, oder? Sternchen, hi, ich grüße dich, dankeschön für deinen Raid. Und Giga, hallo, nice. Wie war das Stream, dankeschön. So, der hat schon mal ihn abgekriegt. Ach, der ist schon tot. Oh, ha, das sind ja viele. Ich bin sofort bei euch, ne? Oh, das Schild getroffen. Oh, der war gut. So, der dürfte auch down sein. Jetzt haben wir bloß noch den. Yeah. Was ist hier? Hey! Jetzt hat er mein Pferd geschlagen! Aua! Oh, bist denn du? Wo? Was war denn das? Ah, hier ist ein Bogenschütze. So, der ist down. Der ist auch down. Haben wir jetzt alle? Ich hoffe. Shit. So, nochmal. Hi, ihr Lieben. Sorry. Sorry. So. Schwert weg. Jetzt wird's dunkel. Jetzt muss ich mich beeilen, dass ich die noch looten kann, bevor sie hier in der Finsterigkeit verschwinden. Ne? Da-da-dam. Dann brauchen wir hier den. Da hab ich hab den gar nicht getroffen. Was brauchten wir noch? Ein Helm, ne? Ich nehme trotzdem alles mit, was über 200 ist. So, dann hatten wir hier oben. Nee. Groschen? Groschen? Spitzpfeil hat er zwei Stück geschluckt. Hier ist er, guck mal, jetzt haben wir eine. Jetzt haben wir eine. Jawohl. So, ich mach trotzdem weiter, weil wir gerade hier sind. So,
wir das. Warte, den Pfeil noch. Das und den Rest können wir uns schenken. Und jetzt müsste noch irgendwo einer sein, ne? Warte mal, der. Ich kann nicht sporten, weil ich wieder mal zu dick bin. Bitte. So, Groschen. Und der hat auch einen Pfeil gefressen, hier. So. Sieht gut aus. Ich bin jetzt noch dicker. So, hier gleich nochmal was essen. Dann können wir die Truhe gleich noch mitnehmen. Dann können wir die Truhe hier lassen. Ich bilde mir immer noch ein, dass irgendwo noch einer ist. Es kamen doch 4 Leute angerannt. You are a Reh. Ich mache die Fackel an, ne? Ach, hier. Du bist das doch, ne? Genau. Ja, perfekt. So, verbesserte Spitzpfeil und hier unten das ganze Zeugs. 1, 2, 3. Super.